Herzlich willkommen bei Glaubenskompass. Heute mit dem zweiten Teil unserer Reihe über die Heilige Messe. Zu Gast bei uns im Studio ist wieder Weihbischof Athanasius Schneider. Herzlich willkommen, Exzellenz. Herr Weihbischof, Sie haben in der ersten Sendung schon einige theologische und auch historische Grundüberlegungen über die Heilige Messe angestellt. Wir haben erfahren, dass es sich bei dem Messopfer um eine Vergegenwärtigung der Tat Jesu am Kreuze handelt. Da möchte ich jetzt wieder ansetzen. Hat das Heilige Messopfer eigentlich auch noch andere Bedeutungen? Natürlich. Wir haben gesagt, das Wesentliche im Heiligen Messopfer ist die Gegenwärtigsetzung, nicht die Wiederholung, sondern die Gegenwärtigsetzung der Erlösungstat Christi am Kreuz. Und die Heilige Messe an sich setzt das gegenwärtig in einer sakramentalen Weise, das heißt wie ein Sakrament, das ist ein äußeres Zeichen im Rahmen des Gebetes der Kirche. Das ist das feierlichste Gebet der Kirche überhaupt, in welchem dieses Zeichen vollzogen wird, das Sakrament, und somit der Tod Christi bezeichnet wird, also hingewiesen wird, durch die zwei getrennten Gestalten von Brot und Wein. Das ist ein äußeres Zeichen des Todes, weil das Blut und der Leib sich trennen. Und das auch bewirkt wird, dass diese Tat Gegenwart wird. Und gleichzeitig enthält die Heilige Messe dieses Sakrament unzertrennbar den anderen Aspekt der Kommunion, wie wir sagen. Also das heißt, der Leib Christi und das Blut Christi, das für uns hingeopfert worden ist, das der Herr für uns hingegeben hat, um uns auch zu ernähren als Speise und als Trank für unsere Seelen. Nicht für unsere Leiber, sondern für unsere Seelen. Das ist eine übernatürliche Speise. Das heißt, dieser Aspekt, der Leib Christi und das Blut Christi als Speise und Trank, ein geistlicher, für unsere Seelen, das ist auch der zweite Aspekt im Geheimnis der Heiligen Messe, welcher unzertrennlich zum Aspekt des Opfers gehört. Dieser zweite Aspekt der Kommunion oder dieser Speise oder des Mahles, wie man auch sagt, fließt heraus aus dem grundlegenden und wesentlichen Aspekt des Opfers. Und man sagt, wie in der Theologie, das ist ein integrierender Bestandteil, also ein integrierender Bestandteil. Deswegen ist eine Messe unvollständig zum Beispiel, wenn niemand den Leib und das Blut Christi empfängt. Das heißt, wenigstens der Priester, der die Messe vollzieht, dieses Sakrament, ist verpflichtet und muss den Leib und das Blut Christi empfangen. Auch. Aber wenn wir uns das jetzt mal wirklich vor Augen führen und es auch ernst nehmen, dass es sich um eine Vergegenwärtigung handelt, was müsste das für Konsequenzen haben für die Grundhaltung eines Christen, der die Heilige Messe mitfeiert, mitvollzieht? Die Grundhaltung ist ohne Zweifel die Grundhaltung des Glaubens, des übernatürlichen Glaubens. Denn es heißt ja schon, selbst im Ritus der Heiligen Messe, im Zusammenhang mit der Wandlung, mit den Wandlungsworten, Geheimnis des Glaubens. Das tut uns die Kirche in Erinnerung rufen, dieses Wort, dass wir uns dessen bewusst sind, das ist ein Geheimnis des Glaubens. Das ist das Erste. Und wenn wir das sechste Kapitel des Johannesevangeliums lesen, wo Jesus das Geheimnis der Eucharistie vorausgekündigt hat, und dann am Schluss dieses Kapitels fordert ja der Herr auf,
seine Zuhörer und die Apostel an das zu glauben, was er gesagt hat. Dass mein Leib ist wahrlich eine Speise. Und wer mein Fleisch isst, also und mein Blut trinkt, also diese ganz realistischen Worte, die kann man nur im Glauben aufnehmen. Und der Herr hat ja auch seine Apostel damals aufgefordert, an das zu glauben und jetzt auch an uns. Also das ist die erste Bedingung, die Grundbedingung des Glaubens, dass wir an das glauben, was der Herr gesagt hat. Wenn er gesagt hat, das ist mein Leib, dann glauben wir an das, fest. Und das ist die erste Bedingung. Die zweite, dass wir dessen bewusst sind, wer das eigentlich ist. Es ist der Herr. Und damit ist alles ausgesagt hier. In dieser kleinen, so unscheinbaren Gestalt des Brotes oder ein anderes Wort des Herrn im Johannesevangelium, welches er der Samariterin gesagt hat, wenn du um die Gabe Gottes wüsstest, wenn du um die Gabe Gottes wüsstest. Und das ist ja die Eucharistie und die Heilige Kommunion, der Leib Christi, die größte Gabe Gottes, die wir empfangen können. Das heißt, ich wiederhole noch einmal, der Glaube, das ist das Grundlegende, die grundlegende Haltung. Und mit dem Glauben unzertrennlich verbunden ist auch die Haltung der Ehrfurcht. Das heißt, wenn ich dessen bewusst bin, wer das ist, dass der Herr Himmels und der Erde, mein Schöpfer und Erlöser, von unendlicher Majestät, auch wenn er verborgen ist, er ist von unendlicher Majestät, dann verlangt es von mir, und das fließt aus dem Glauben heraus, die Haltung der Ehrfurcht und der Demut. Denn der Herr hat uns ja diese Beispiele auch gegeben im Evangelium, wo er uns lehrt, dass wir Gott und ihm selber eigentlich nur in Demut nahen können. In Demut natürlich, in einer Demut verbunden mit der Liebe immer, aber doch mit Demut. Die Kirche lehrt ferner über die Heilige Messe, dass die Heilige Messe nie nur eine reine Mahlfeier ist, der gerade dort zum Beispiel in einer Kirche Versammelten, sondern sie sagt, die ganze Kirche feiert bei einer Eucharistiefeier immer mit. Wie ist das zu verstehen? Ganz richtig sagen Sie, wir haben ja schon vorhin gesagt, dass der Mahlaspekt nicht das zentrale Wesen des Geheimnisses der Messe ist, sondern das ist der Moment der Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers Christi, seiner Tat in der Wandlung, in der Doppelwandlung des Brotes und des Weines. Und aus diesem fließt heraus, und zwar notwendigerweise, das Mahl, also das heißt, der Aspekt des Mahles, wie wir schon gesagt haben. Und deswegen ist die Heilige Messe keine bloße Versammlung von Menschen, sondern das ist grundlegend eine Tat Gottes. Das heißt, der Haupthandelnde bei der Messe ist nicht der Priester und nicht die Gemeinde, die Versammlung, sondern es ist Christus selber. Denn es ist bei der Messe, warum ist die Heilige Messe dem Wesen nach das gleiche wie das Kreuzesopfer? Das hat das Konzil von Trient ganz knapp formuliert. Warum? Weil es handelt sich um die gleiche Opfergabe in beiden Fällen, beim Kreuz und bei der Messe. Das ist der Leib und das Blut Christi. Es handelt sich um den gleichen Priester, der dieses Opfer auch darbringt. Auf Golgotha hat sich Christus selber als hoher Priester dargebracht und bei der Messe bringt er sich weiterhin dar, als hoher Priester, als Haupthandelnder, aber jetzt bei der Messe, beim Kreuz, er selber direkt bei der Messe durch die Hände des menschlichen Priesters bringt er sich dar. Das heißt, bei der Messe ist der Priester praktisch der untergeordnete Handelnde. Man nennt es in der Theologie Minister Secundarius.
Das heißt, der zweitrangige Diener. Und der erste ist Christus. Und das müssen alle bewusst sein, bei der Messe auch die Gläubigen, dass hier Christus, der ewige Hohepriester, wie der Hebräerbrief in uns darstellt, das ist die Heilige Schrift, der Haupthandelnde ist, der sichtbar wird durch die Stimme und den Priester, den geweihten Priester, der Christus hier sakramental durch die Priesterweihe vertritt. Und nun ist bei der Heiligen Messe nicht nur die sichtbaren Leute anwesend, sondern es ist, wie die Heilige Schrift uns das zeigt, der Hebräerbrief und die Apokalypse vor allem und die ersten Kirchenväter, das aufgezeigt haben, bei der Messe ist anwesend die ganze himmlische Kirche. Das heißt, die ganze Welt der Engel ist anwesend. Alle vollendeten Heiligen, die im Himmel vollendet sind, die Mutter Gottes, die Apostel und Märtyrer und so weiter, die sind wirklich anwesend und die feiern mit. Das heißt, es ist die Feier der vollzogen von der ganzen Kirche. Die Kirche ist ja nicht nur die auf Erden, sondern nach unserem Glauben ist die Kirche dreifach, in einer dreifachen Weise. Das ist die irdische sichtbare Kirche, aus uns bestehend, sichtbaren Menschen, die noch leben. Und dann besteht die Kirche aus der himmlischen Kirche, die besteht aus den Engeln und den vollendeten, schon Heiligen in der Anschauung Gottes. Und die leidende Kirche, das sind die armen Seelen im Fegfeuer, die sich noch läutern, die sich läuternde Kirche. Vielen Dank, Herr Weihbischof, bis hierher für diese grundlegenden Überlegungen, für diese Hinführung zur Heiligen Messe. Wir werden daran in der nächsten Sendung anknüpfen, dann geht es um Ablauf und Mitvollzug der Heiligen Messe. Vielen Dank bis hierher. Das war Glaubenskompass. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Die Reihe Glaubenskompass können Sie kostenlos online über unseren Shop bestellen. www.kirche-in-not.de/shop